Mein Name ist Detlef Wagner, ich bin Fachlehrer für Informatik und Mathematik am Thüringen-Kolleg in Weimar. Und der Lehrgang, den wir haben, ist ein dreijähriger Vollzeit-Ausbildungsgang, der zur allgemeinen Hochschulreife führt. Die klassische Kollegausbildung, die einigermaßen bekannt ist. Und die ist BAföG gefördert. Und wir haben die gleiche Struktur wie, wie jedes Gymnasium in Thüringen auch. Da gibt es also keinen Unterschied zum Gymnasium. Entspricht praktisch der Klasse 10, 11 und 12. Und Sie wollen jetzt ein paar neuere Tools mit reinbringen? Das ist einer der Gründe, warum Sie hier sind. Ja, ich bin aufmerksam geworden auf Web 2.0, sicherlich zunächst über meinen Unterricht, ich bin ja schließlich Informatiklehrer, und zum anderen aber auch, weil in der Schule insgesamt oder für die Schule insgesamt die Aufgabe bestand, parallel oder ergänzend zu dem bisherigen Angebot weitere Angebote zu entwickeln, die mehr in Richtung Abendschule gehen, in Richtung Fernstudium gehen. Und da muss man heutzutage, denke ich, schon an die Elemente des Web 2.0 denken, weil das klassische Fernstudium dürfte sich erledigt haben. Das geht für meine Begriffe oder für unsere Begriffe gar nicht mehr anders als auf Online-Basis. Wie hoch der Online-Anteil ist, darüber gibt es eine Diskussion, die ist noch nicht beendet. Aber er wird mit Sicherheit nicht geringer in Zukunft. Und wir haben über das eine oder andere schon nachgedacht und tun es weiterhin. Und deswegen bin ich hier nach Ilmenau gekommen. Sie haben darüber nachgedacht, haben Sie auch Dinge schon ausprobieren können? Ja, wir sind im Zusammenhang mit einem Projekt, das mehr einem Abendgymnasium ähnelt und online unterstützt konzipiert worden ist, sind wir damals auf Open-Source-Software-Suche gewesen und kamen auf die Lernplattform Metacoon, die von einer Weimarer Firma vertrieben wird. Wir sind selbst aus Weimar, da lag das nahe. Die haben wir damals ins Auge gefasst, auf einen eigenen Webserver installiert. Inzwischen läuft sie auf einen dankenswerterweise kostenlosen Server der Universität Weimar, der Bauhaus-Universität, mit der wir auch eine Partnerbeziehung haben als Schule. Und dort testen wir das System. Wir testen es in verschiedenen Unterrichtsfächern mit, sagen wir mal, etwa 3 bis 4 aktiven Lehrern, die ihren normalen Unterricht, wenn ich das so sagen darf, jetzt mit Online-Elementen anreichern und experimentell versuchen, herauszufinden, was da methodisch und inhaltlich zu gebrauchen ist. Was sind denn so typische Online-Elemente? Also wir fangen klein an, das muss ich sagen. Wir bemühen uns also erst einmal, was die Lehrer betrifft, die Raumstruktur zu verstehen, das System in der Form zu erklären, was ein virtueller Raum ist, die ganze Anmeldeprozedur dort vonstatten geht, was man in einem virtuellen Raum überhaupt machen kann. Wir erleben da gelegentlich, dass wir den Lehrern mehr erklären müssen als den Schülern und haben jetzt virtuelle Räume eingerichtet. Für die virtuellen Räume haben wir Dozenten bzw. Raumverantwortliche in den Kollegenkreis gefunden. Und jetzt sind wir gerade dabei, Unterrichtsmaterialien für die Schüler bereitzustellen. Teilweise haben wir auch schon Foren eingerichtet, sodass die Schüler über diese Art mit uns kommunizieren können. Und geplant sind beispielsweise Videokonferenzen, testhalber. Mehr haben wir uns bis jetzt im Moment noch nicht getraut, beziehungsweise mehr war noch keine Zeit. Werfen wir doch mal so einen Anker in die Zukunft. Wie könnte die Ausbildung des zweiten Bildungswegs in Zukunft aussehen? Na, ich denke schon, dass wenn Sie auf das Berufsbegleitende, auf die berufsbegleitende Ausbildung abstellen, dass wir da in näherer Zeit schon, vielleicht gar nicht erst allzu fern, ohne Online-Ausbildung nicht auskommen. Wir haben selbstverständlich keine Erfahrung da auf diesem Gebiet. Wir haben eine Reihe von Widerständen auf der pädagogischen Seite, weil man, sagen wir mal, didaktische Sinnhaftigkeit der Dinge gelegentlich anzweifelt. Und wir sind nicht in jedem Fall in der Lage, das zu entkräften. Dann haben wir auch einen guten Anteil Technikangst. All das wird aber überwunden werden müssen, weil wir, glaube ich, gezwungen sind, auf diese Strecke zu gehen. Ich bin auch davon überzeugt, dass wir das Angebot, was wir derzeit haben, um ein solches erweitern müssen, dass unsere Schüler oder unsere Klientel nicht mehr zwingt, den Job aufzugeben. Sie haben vorhin von einem Luxemburger Modell gesprochen? Ja. Das ist ein modularer Modell. Wie sieht das aus?
Ja, also im Zusammenhang mit diesen ganzen Dingen bin ich in Potsdam gewesen zu einer Teletask-Konferenz. Das war schon im Juni 2006. Dort ist, wenn Sie so wollen, der Virus in mich hineingeraten. Dort traf ich einen Kollegen aus Luxemburg, der hielt dort einen Vortrag über ein luxemburgisches Projekt auf modularem Wege, rein online, das Abitur zu erreichen. Das hat mich sehr interessiert. Ich habe dann die Kontakte geknüpft über die übliche E-Mail-Schiene und habe dann es geschafft, eine Dienstreise dorthin machen zu können und habe mich in Luxemburg umgeschaut und finde also diese Idee ausgesprochen spannend und denke eine ganze Weile schon darüber nach, ob und wie sich das in Thüringen eventuell etablieren lässt oder nachmachen lässt. Ich komme nochmal auf diesen Punkt zurück. Infiziert. Wo haben Sie sich infiziert? Also vielleicht sind es wirklich zwei Dinge. Zunächst bin ich als Informatiklehrer gezwungen, mich gelegentlich mit diesen neuen Dingen zu infizieren, auch weil damit ich mithalten kann mit meinen Schülern. Zum anderen sind wir gebeten worden, so darf ich es mal ausdrücken, an Modellen zu arbeiten, wo Online-Elemente drin sind. Da logischerweise wird bei mir Interesse geweckt, mich umzuschauen, was es so gibt. Und da wird auch die Idee geboren, in Potsdam zu schauen, was an der Hochschule gemacht wird und was eventuell an der Schule schon gemacht wird. Ich betrachte mich noch heute als absoluten Anfänger auf dem Gebiet, habe aber schon vorgesehen in Potsdam gemerkt, viel ist direkt im Schulbildungssektor, sage ich mal, auf der Strecke noch nicht gelaufen. Was will die große Fee kommen, Sie haben drei Wünsche frei. Was wären Ihre drei Wünsche als ein Mitarbeiter in einer großen Kultusbehörde? Ja, ich würde sagen, es müsste möglich sein, und dass man Experimente, die ein bisschen vom Konventionellen, vom Genehmigungsverfahren und so weiter her relativ lange dauern, dass man die probeweise auch trotzdem etablieren könnte, dass man nicht daran scheitert, erst Machbarkeitsstudien machen zu wollen und abzuwarten, irgendwelche Genehmigungsverfahren und so weiter. Unter Umständen ist dann der Zug weg für die eine oder andere Idee. Ich habe vor kurzem gehört, dass das Interesse durch das Angebot kommen soll. Das wäre der Ansatz, dass man also ein Angebot machen kann, von dem man unter Umständen nicht weiß, ob es angenommen wird oder nicht. Und wenn es dann nicht angenommen wird, dann muss es halt gezwungenermaßen wieder sterben. Abschließend, wollen Sie irgendjemandem imaginären noch was mit auf den Weg gehen? Nein, dann wird eventuell ein Hoffmann grüßen aus Luxemburg. Okay, vielen Dank. Vielen Dank.